Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Industria. Das Spiel habe ich beim Seidi auf dem Kanal gesehen. Der hat dann gemeint, ich soll es echt nochmal spielen. Und da mich das Spiel ganz 1,24 Euro gekostet hat, machen wir natürlich das sofort und fangen heute dieses Game an. Mal schauen, was mich erwartet. Nora Solheim here. Nora, where have you been? Walter? Wait, I just came in from the office. I just fell asleep on the sofa. I was dreaming of really weird things. Are you still in the office working? Yes, I saw you leaving. Listen, our central processing unit, Atlas, is out of control. I just discovered parts of it all over our servers. We'll just shut it down then. Impossible. It's spread too far already. But there is something else. People are gathering at the checkpoint Bornholmerstrasse. It's happening. Comrade Schabowski publicly said that the wall is open in a press conference just 1 hour ago. Wait, what? They closed down the office. The Stasi is already here. They are taking everything apart. But all the work, it can't be for nothing. Nora, I have to stop Atlas. Wait, let me come over. We'll figure it out. No, I don't want to drag you into this. I need to leave now. What do you mean you need to leave? Walter, wait, stop. I love you more than anything, Nora. Walter, wait, Walter, hello? Did he just hang up on me? So, dann sind wir jetzt also da. Neuer Tagebucheintrag, J. Irgendwas stimmt nicht mit Walter und er redet davon, gehen zu müssen. I really need to look for Walter. Just hope he didn't do anything stupid. Was soll der Scheiß? Okay. Also anscheinend kann man hier. Stasi might have closed the facility down already. Machen Sie mal keinen Stress hier. Eine brillante Maschine. So wie es aussieht, sind unsere Versuche, lebendiges Gewebe zu übertragen, auf Eis gelegt. Die ersten Versuche machten wir mit mikroskopischem Plankton. Versuche, die erst erfolgreich erschienen. Da die Subjekte tagelang überlebten, dann machten wir mit Algen weiter, an denen die Nebeneffekte etwas mehr zu sehen waren. Manche Algen überlebten den Prozess und neben ein paar Farbvariationen schien alles gut zu sein. Mhm. Okay. Anscheinend arbeitet die irgendwie in einem Labor oder irgend so ein Scheiß. Keine Ahnung, mache irgendwelche Versuche. Soll denn der Scheiß, dass ich hier alles anklotzen kann, aber nichts mit anfange?
Also ich soll irgendwo hingehen. Okay, dann gehen wir halt mal. Ach, René Condi auch? Lieber Gott, ein Trabi! Walter wasn't kidding. Keine Ahnung, wo ich hin soll. What the? A tangent resonance. It's not usually like that. Aha. Anscheinend kann ich ja bloß da rein, ne? Da kann ich nicht rein. Trabis! Verdammte Scheiß Trabis! Also an den Autos kann man auch nichts machen. Komm ich da irgendwie... Ach, da außen rum geht's ja. Ah ja. Volkspolizei. Where is everyone? Die haben alle Gummi gefressen, sind fortgekifft. Eine brillante Maschine, also versuchten wir ein paar Wochen später etwas Größeres, etwas Komplexeres, eine Ratte. Mit der lebenden Ratte in der Kammer starteten wir den Test und wie die Anlage anfing hochzufahren, war dieses etwas wie eine schwere rhythmische Stoßwelle aus dem Schacht kommend. Aha. Also die führen irgendwelche komischen Experimente durch. Geht nicht. Will ich das? Am I still dreaming? Focus, Nora. Focus. Walter? You here? What the hell? Projektleitung Dr. Walter Rebel. Oh, Moment, falsch. J. Walter ist nicht in seinem Büro. Ich sollte mir seine Schlüsselkarte nehmen und bei der Maschine nachhinschauen. Gute Idee. Moment. Finde Walter. Aha. Konsequenzen. Ich wollte Sie schnellstmöglich informieren, dass Genosse Schabowski öffentlich in einer Pressekonferenz etwa vor 45 Minuten angekündigt hat, dass alle DDR-Bürger ab sofort die Grenze übertreten dürfen. Ich schlage vor, sofort alle wichtigen Dokumente zu sammeln und an einen sicheren Ort zu bringen. Es wird auch für Ihr Programm Konsequenzen geben. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. He left his key card? Could be useful. Kann man nichts machen, deine Dinger?
müssen wir her, ne? Come on. Oh ja, okay. Yes, perfect. Codeliste. Anscheinend nichts drauf rumdrücken, ist in Ordnung. Da sieht es aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Also, du konntest das alles nehmen, aber konntest nichts mit auffangen. Venting Preferential Explosion. Was ist kaputt? Also hier funktioniert gar nichts mehr. Ach, leck mich doch! Fünf, sechs, drei, sieben. Oh, leck mich doch! Drei, zwei, zwei, vier. Ah! Oh Mann, ey! 3723. Haha! Läuft bei mir. This doesn't look good at all. Springen kann sie also. Going that wrong? No!
Ach, da ist ja Ofenfilm. Da weiter. Kommen wir nicht rein. Abschnitt 2 der ESE-Anlage. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, einen Schutzhelm zu tragen. Bei Nichteinhalten dieser Schutzmaßnahmen ist mit sofortiger Kündigung zu rechnen. Hier ist keine Sau. Kommen wir nicht rein. Weiter. Er hat es tatsächlich getan. Es ist in die Maschine gegangen und nur Gott weiß, wo er jetzt ist. Meine letzte Hoffnung ist es jetzt, ihm hinterherzugehen. Will ich das überhaupt? You brilliant idiot. Brillanter Idiot. B6, A1, A3, A6, A7. Okay. I'm coming for you, Walter. You can't leave me here. Jetzt? Set the security protocols. Was? 4B? Jetzt? Und noch ein paar Zählchen drücken? Finally! Now get me the hell out of here. Okay. Alright. This feels so weird now. Oh shit. Oh my god, is this right? Is this supposed to happen? Is this supposed to happen? Oh my god. Sehr seltsam. Was ist kaputt? Was mache ich jetzt hier? Did you hear about this person who appeared in the institute?
Das ist ja mal eine verdammt große Bibliothek, muss ich sagen. Da hinten ist eine Tür. Lass mich raten, die ist zu. Oh, nein, die ist offen. What the? What the fuck? War ich da nicht gerade eben? Sieht alles gleich aus? Ich hab gedacht, das wäre ein Shooter. Aber Test dann im 4.6. Schnauze! Hat ihr nicht gesagt, die haben Ratten für irgendwelche Experimente benutzt? Was ist denn das? Geht mal gar nichts. Da ist was. Pavel aus der Kommunikationsabteilung hat mir heute dieses Telegramm übergeben. Der Junge war etwas durcheinander und in seiner Hand hielt er eine Nachricht, um die sich alles dreht. Ich versuchte zu verstehen, was auf dem Papier zu erkennen war. Wer ist der Absender, fragte ich. Aber der Junge wusste es nicht. Der Telegraph hatte es am Morgen einfach ausgespuckt. Aha. In Ordnung.
nur mal, ich war doch dahin an dem Tor, da war doch gar kein Ding drin. Da kann man doch bestimmt dieses Ding da neu pfeffern. Ah! Leck mich doch. Aha. Nur mal erstmal da lang. Batterie aufgenommen. Aha. Ah ja, okay. Cool. Also die läuft anscheinend mit Batterie, okay. Ah, ich sehe schon an dem Ding, an dem Licht da oben. Ja, ja, passt schon. An der Funzel geht ein Ding runter. Was sind das für komische Dinger davon? Am gestrigen Abend wurden die königlichen Wissenschaftler im Institut für angewandte Wissenschaft Hackerfick sehr überrascht aus ihrer Arbeit gerissen. Während Arbeiten an einem noch nicht veröffentlichten Projekt am Institut erschütterte eine Explosion das gesamte Gebäude. Unmittelbare Nachbarn beschrieben den Vorfall als erdbebenähnliche Erschütterung, die etwa 20 Minuten lang andauerte. Als sich der Rauch legte, stand ein elegant gekleideter fremder Mann vor den Wissenschaftlern. Die Polizei nach dem mysteriösen Mann fest und befragte ihn derzeit im Präsidium. Blöds bis Buchs, bla bla bla. Warum?
Wie auch immer. Nimm alles. If you want to live longer than 5 minutes, you should probably get the hell out of there. Then tell me how! The elevator needs power. The steam machines through the door underneath me are your only hope. Who are you? Hey, wait, wait, come back! It over. Maybe I can find something to remove the rust. Hm. Vielleicht finde ich etwas, wo ich den Rost lösen kann. Phosphorsäure. Propangas. Apatit und Schwefelsäure. Oh ja, okay, das ist die Staubmaschine. Als Hermit. Ich nehme alles. Inventar voll. Kann man das so irgendwie rausschmeißen? Erst weitere Zufall. Oh, warte mal. Was war das jetzt? It's rusted over. Maybe I can find something to remove the rust. Läuft bei mir. Aha. Batterie.
denn das da hin? Nun ja, ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen Cut, nein. Ja, ist ja ganz lustig. Mal gucken, was hier ab weitergeht. Und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.